Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Graf, ich beneide Sie wirklich nicht für diese Rede, die Sie hier halten mussten. Nach dem, was die Berliner CDU zu dem Thema die letzten Wochen und Monate angestellt hat, das war einfach sozusagen eine peinliche Ansammlung von Windungen und Wendungen. Also ich kann nur sagen, der doppelt eingesprochene Wendehals, der steht Ihnen echt gut. Und ist auch deutlich geworden, warum wir heute von der Koalition Tegel auf die Tagesordnung gesetzt haben und warum die Opposition aus Rechtspopulisten, FDP und CDU das nicht wollte. Alle ihre Täuschungsmanöver sind aufgeflogen, meine Damen und Herren. Und alle, die sich jemals damit ernsthaft beschäftigt haben, wussten, dass die Bundesregierung und das Land Brandenburg nach dem 24.09. bestätigt hätten, dass Tegel schließen muss, wenn der BER eröffnet. Und dankenswerterweise hat die Kanzlerin das schon jetzt getan, weil sie offensichtlich nicht bereit war, im Sommerinterview und vor der Bundespressekonferenz mit Rücksicht auf die Berliner CDU in dieser Sache die Unwahrheit zu sagen. Und der Herr Präsident hat ja am Anfang appelliert, dass wir nicht so viel Wahlkampf machen sollen. Ja, alles, was seitdem, was die Kanzlerin veröffentlicht hat, seitdem gesagt wurde, zeigt doch ganz deutlich, weder FDP noch CDU, von den Rechtspopulisten ganz zu schweigen, hatten jemals ein ernsthaftes Interesse in der Sache. Die FDP hatte eine windige, unseriöse, aber funktionierende Wahlkampfidee. Dass das nie wirklich mehr war als das, haben Sie, Herr Czar, ja in Ihrer Klamaukrede in der letzten Plenardebatte zum Thema hier gezeigt. Ein Volksentscheid für so billige wahltaktische parteipolitische Manöver zu missbrauchen, kann man machen, ist nicht verboten. Man darf es aber abstoßend finden und es ist vor allem politisch unseriös und verantwortungslos. Aber meine Damen und Herren von der Berliner CDU, was Sie für Haken schlagen in der Flughafenpolitik, das ist echt nicht zu fassen. Lassen Sie mich mal kurz rekapitulieren. Nachdem Ihr regierender Bürgermeister Diebken vor 20 Jahren Schönefeld als Standort durchgesetzt hat, nachdem Sie in all der Zeit niemals einen Zweifel haben daran aufkommen lassen, dass Tegel geschlossen wird, wenn der BER eröffnet, und nachdem Sie das auch in Ihrem Wahlprogramm 2016, ist noch nicht so lange her, noch mal bekräftigt haben. Nach all den Jahren legen Sie eine 180-Grad-Wende in der Tegelfrage hin und begeben sich in das Bündnis mit FDP und Rechtspopulisten, weil die Umfragen das profitabel erscheinen lassen. Und immer wenn Populismus die Fremdschämgrenze übersteigt, dann darf einer nicht fehlen. Der bayerische Mr. Maut, Dieselgate, Autobahnskandal, Dobrindt. Mit jeder Menge absurder persönlicher Debattenbeiträge. Sein Herz schlägt bekanntlich nur für einen Flughafen, nämlich für den in München. Und mittlerweile dürften auch Sie gemerkt haben, dass diese dilettierende Skandalnudel kein guter Werbeträger ist. Aber zumindest die Kanzlerin erinnert sich auf Nachfrage noch daran, dass es bestehende Beschlüsse gibt, die Ihre Partei seit Jahrzehnten mitträgt und eine daraus resultierende Rechtslage. Dumm gelaufen, Herr Graf, Herr Evers. In der Berliner CDU hat das offensichtlich Panik ausgelöst. Gefühlt alle 12 Stunden verkündet irgendein CDUler eine neue Position zu Tegel. Grütters dafür, klar, sie liest in den Verträgen, die sie selbst unterzeichnet, ja auch nur das Feuilleton. Henkel und Wegner dagegen. Heilmann vorübergehend dafür, Evers erst auch, dann doch wieder nicht und Steffel sorgt sich nur um sich selbst. Ernsthaft, meine Damen und Herren, die Lage ist eindeutig. Die Entscheidung für den Flughafen Tegel zu schließen, ist mit Ihren Stimmen schon vor Jahren getroffen worden. Und diese Entscheidung kann nach geltender Gesetzeslage auch durch einen Volksentscheid zur politischen Willensbildung nicht einfach wieder rückgängig gemacht werden. Das mussten selbst die Pro-Tegel-Juristen in der Debatte mit dem BUND einräumen. Selbst im Idealfall würde sich der Prozess über 10 Jahre hinziehen. Und in der gesamten Zeit darf der BER nicht eröffnen, denn sonst wären alle Verfahren hinfällig.
Und gleichzeitig wissen alle, dass TXL nach heutigem Recht nicht mehr genehmigungsfähig wäre. Unterm Strich bleibt also, der Flughafen Tegel ist juristisch tot. Und das wissen Sie, Herr Graf, selbst ganz genau. Und während die Union den, wie schon gesagt, mindestens doppelt eingesprungenen Wendehals gibt, ist die FDP in ihrer gnadenlosen Verantwortungslosigkeit schmerzfrei. Sie, Herr Chaya, machen unmissverständlich deutlich, wessen Interessen, außer ihren parteipolitischen, Sie vertreten. Sie schrecken nicht davor zurück, mit dem Billigflieger Ryanair eine strategische Partnerschaft einzugehen. Und da ist diese Krokodilstränen wegen Air Berlin sind dann echt ein Treppenwitz der Geschichte. Also, denken Sie mal drüber nach, was Sie da in dem Sektor erzählen. Sie schrecken nicht davor zurück, mit dem Billigflieger Ryanair eine strategische Partnerschaft einzugehen. Ryanair hilft der FDP mit einem Fake-Gutachten. Die FDP hilft Ryanair, Werbung in eigener Sache zu machen und überlässt ihr 100 Werbeflächen in der Stadt, die eigentlich nur Parteien im Wahlkampf, nicht aber Konzernen zur Verfügung stehen. Aber FDP und Ryanair, das passt ja auch. Beide stehen für Lohndumping und Steuervermeidung, Profit und auf Kosten öffentlicher Kassen. Bei beiden heißt es Economy First, also im Zweifel immer Unternehmensinteressen vor Umweltschutz oder Mieterinteressen. Und angesichts dessen, meine Damen und Herren, ist es mehr als ein böser Scherz, wenn sich jetzt ausgerechnet FDP, CDU und Rechtspopulisten die Angst der Menschen vor steigenden Mieten im Umfeld des Flughafens zunutze machen. Herr Kollege Wolf, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hansel? Kleinen Augenblick, den Passus noch zu Ende. Die Argumentation ist besonders wichtig. Hier geht es nämlich tatsächlich um soziale Mieterinteressen hier in dieser Stadt, meine Damen und Herren. Dass ausgerechnet die Parteien, die nahezu jede Maßnahme für besseren Mieterschutz als sozialistisches Teufelzeug ansehen, sich jetzt dort im Umfeld des Flughafens Tegels sich um Mieterinteressen kümmern wollen. Ausgerechnet diese Parteien suggerieren jetzt, stimmt für Fluglärm, der schützt euch vor steigenden Mieten. Was ist das für eine perverse Logik? Wer arm ist, soll sich also in Lärm und Dreck einrichten, damit auch in Zukunft noch seine Miete zahlen kann? Wie zynisch ist das denn? Meine Damen und Herren, nicht Lärm und Dreck schützt vor steigenden Mieten, sondern eine wirksame Mietpreisbremse, besserer Milieuschutz, Einschränkungen für die Immobilien und Bodenspekulation, Kündigungsschutz, all das, was gegen FDP und CDU erkämpft werden muss in dieser Stadt. Und genau das werden wir tun. Deswegen setzen wir uns für die Einrichtung von Milieuschutzgebieten in den betroffenen Bezirken ein. Nicht nur Reinickendorf Ost, am besten rund um den Flughafen. Und auch in Spandau sollte man endlich mitziehen. Und wenn die Bezirke es nicht machen, dann macht es eben der Senat. Meine Damen und Herren, ich darf Sie noch mal fragen, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen. Von wem denn? Kollege Hansel. Nee, wird mir übel. Meine Damen und Herren, Tegel für den Flugverkehr zu schließen, wenn der BER eröffnet, ist auch die längst überfällige Erfüllung eines 20 Jahre alten Versprechens. Ein Versprechen, das alle demokratischen Parteien, und deswegen rede ich nicht so gerne mit Ihnen, dass alle demokratischen Parteien Regierungsverantwortung irgendwann mal auf verschiedenen Ebenen gegeben haben. Ja, auch die FDP, als sie noch in der Bundesregierung war. Vor allem den Anwohnerinnen und Anwohnern, denen tagtäglich die Flugzeuge über die Köpfe donnern, sind wir schuldig, dieses Versprechen endlich einzulösen. Und natürlich dürfen wir bei der Diskussion um die Lärmbetroffenen in Tegel die Menschen im Südosten der Stadt nicht vergessen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass diese zwei Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Ich kann schon verstehen, dass die Menschen im Südosten angefressen sind. Schönefeld ist wirklich nicht der beste Standort für einen Flughafen. Wie gesagt, Ihr Herr Diebken wollte das unbedingt so. Und nun ist es so, und wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Auch nicht durch den Volksentscheid. Vielmehr birgt er die Gefahr, dass es gerade im Südosten noch viel schlimmer wird. Ich wiederhole noch mal, was ich hier schon im Mai gesagt habe. Wenn wir versuchen würden, Tegel offen zu halten, kann es passieren, dass aufgrund von Klagen es weder für den BER noch für TXL eine Betriebsgenehmigung gibt. Dann bliebe als einziger arbeitsfähiger Flughafen Schönefeld alt übrig, mit allen Konsequenzen,
mit einer Betriebsgenehmigung für 24 Stunden rund um die Uhr. Das will ich mir gar nicht ausmalen. Nicht für Berlin und auch nicht für die Menschen, die dort leben. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Glaser? Von wem bitte? Glaser. Gläser, Entschuldigung. Nein, gut. Wichtig ist, dass das Schallschutzprogramm für die Anwohnerinnen und Anwohner des BER schnell und unbürokratisch umgesetzt wird. Dazu haben wir uns auch im Koalitionsvertrag bekannt. Und aus Anhörungen wissen wir, dass es hier noch dringend Verbesserungsbedarf gibt. Da muss was passieren. Meine Damen und Herren, man muss es immer wieder sagen, zu versuchen, Tegel offen zu halten, wäre in jeder Hinsicht fahrlässig. Aufgrund des Lärms, der Schadstoffe, des Risikos einer Flugzeugkatastrophe in der Innenstadt einerseits, andererseits, weil dadurch eine riesige Fläche mitten in der Stadt blockiert würde, eine Fläche, die wir für sozialen Wohnungsbau, für Bildung, für Gewerbe, aber auch für Grünflächen und den Erhalt des erträglichen Stadtklimas dringend brauchen. Meine Damen und Herren, was wir sicher nicht brauchen, ist, dass sich billiger Populismus in dieser Stadt durchsetzen kann. Und weil wir das Instrument des Volksentscheides so wichtig finden und weil wir die Berlinerinnen und Berliner in ihrer Abstimmungsentscheidung ernst nehmen, deshalb ist es auch so ärgerlich, dass FDP, CDU und AfD verantwortungslos mit diesem Instrument umgehen, indem sie wissend, dass es in der Sache nicht geht, das Gegenteil behaupten und die Leute versuchen, bewusst hinters Licht zu führen. Wer so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung der Politikverdrossenheit provoziert, darf nicht gewinnen, meine Damen und Herren. Deshalb lassen Sie nicht zu, dass FDP, CDU und AfD am 24. September damit durchkommen. Berlin bleibt ehrlich, stimmen Sie mit Nein.